Herzlich willkommen beim Web-Special der Sternstundenphilosophie. Ich sitze hier mit Josef Harder, Kabarettist, Regisseur, Schauspieler, mehrfach preisgekrönt. Er ist mit seinem neuen Soloprogramm Harder on Ice on Tour. Und wir sind heute hier, um die Grenzen des Humors auszuloten. Wir haben hier 20 Zitate und wir werden entscheiden, hopp oder top, lustig oder unlustig. Die Unlustigen kommen in den Schredder. Josef, fang du doch gleich mal an. I can't believe that Donald didn't get Melania anything for her birthday. Now she might think he's not a very good husband. Trevor Noah, Komiker. Finde ich lustig. Trevor Noah ist gut. Trevor Noah ist gut und natürlich geht es darum, dass Donald Trump ganz andere Gründe gibt zu denken, er sei kein guter Ehemann, Pornosternchen, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich denke, das ist schon irgendwie lustig. Jetzt kommt Hazel Brugger. Ich sage dir es gleich. Hazel Brugger, Komikerin. Ich bin in Wien und habe mich gerade 20 Minuten lang passioniert über Brotkästen unterhalten, bis ich am Ende gemerkt habe, dass es dem Gegenüber um Broadcasten ging. Long story short, ich glaube, ich habe einen Deal eingetütet. Ist lustig. Ja. Ist lustig. Das ist Dramaturgie. Das ist ja die hohe Kunst. Ja. Ich möchte sowas auch gerne können und versuche es auch immer wieder, dass das assoziativ wirkt. Ja. Du bist dran. Ja. Die Satire muss übertreiben und ist in ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht. Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird. Was darf Satire alles? Wissen wir, wer das gesagt das hat? Wissen wir das? Tucholsky. Ja, genau. Kurt Tucholsky. So, das kriegt mal einen Bilderrahmen. Den schmeißen wir auf jeden Fall nicht weg, na, den Tucholsky. Egal, was er sagt, eigentlich kann man sagen. Der hat ja eigentlich nichts Dummes gesagt. Nein, ich wüsste nichts. So. Die einzige Art und Weise, das politisch korrekte Gleichgewicht zu halten, ist, sich über jeden lustig zu machen, inklusive sich selber. Kaya Jana, Comedian. Das ist ein guter und wahrer Satz. Also man soll keinen Witz reißen, den man nicht über sich selbst auch reißen würde. Das ist überhaupt, finde ich, im Kabarett oder in der Comedy, ist eine gute Idee, über die Witze zu machen, die da sind. Das ist meistens der Comedian oder die Kabarettistin oder die Leute, okay, die da sind. Und nicht immer nur Witze machen über die Leute, die nicht da sind, die irgendwo sind. Und wir sind die Guten und dort ist die Dummheit zu Hause. Super, das ist ein guter Tipp. Wieso sind in Sachen Humor die Juden den Frauen zwei Nasenlängen voraus? Lisa Eckert, Komikerin. Also es soll lustig sein, weil es ein Wortspiel mit der Nasenlänge ist, dass man jemanden um eine Nasenlänge voraus ist. Und die Juden, das ist die stereotypische Beschreibung, haben lange Nasen in solchen auch antisemitischen Zeichnungen. Jetzt ist die Frage, ist das überhaupt noch lustig und darf man diese Stereotype verwenden, um Humor zu kreieren? Ich meine, das kommt natürlich auf einen Zusammenhang an, wenn der Witz in eine Stoßrichtung geht. Es hat keine Auflösung, die irgendwie erhellend wäre. Ist es lustig? Also wenn es reine Provokation sein soll, weil man huhu, was nicht darf, dann in den Schredder. Wird's geschreddert. Ja. Also, schauen wir mal. Warum spielen Araber kein Schach? Weil sie die Dame nur einmal schlagen dürfen. Das ist von Hamza Raya, ein Schweizer Komiker, offenbar mit arabischen Wurzeln. Mhm. Tja. Wird es dadurch witziger? Mich würde einfach die gesamte Nummer interessieren. Ich glaube nicht daran, dass Witze besser werden, wenn sie betroffene Menschen machen. Wenn betroffene Menschen schlechte Witze machen, dann sind es halt schlechte Witze von betroffenen Menschen. Mhm. Aber ich denke mir, wichtig ist das Umfeld. Es kann ein schlechter Witz isoliert schlecht ausschauen, aber im Umfeld ist er genial. Ich denke, es ist ganz wichtig, was du sagst. Also scheint mir, der Kontext ist immer wichtig. Wir können eine Äußerung eigentlich ohne Kontext überhaupt nicht bewerten, sondern man muss immer sehen, wie das eingebunden ist. Wir schauen lieber das Ganze an und geben das mal weg hier. Du bist aber auch ganz schön streng. Ja, ja, als Kollege, da ist man ein bisschen wie die Metzger. Ein Schweizer unterbricht den Deutschen und fragt, du weißt, dass ich Schweizer bin, oder? Daraufhin der Deutsche, tut mir leid, soll ich langsamer sprechen? Oh, das ist ja ganz langweilig. Ja, den Schweizer und den Deutschen, das finde ich ja gar nicht so lustig. Das sind meine Eltern, sie lieben mich wie ihren eigenen Sohn, Otto, Komiker und Comiczeichner. Ist doch gut. Finde ich auch gut. Ja. Knallt auch gleich. Ja. Das heißt, Otto hatte ein gutes Tempo da mit den Sachen.
Zwei Österreicher machen eine Kreuzfahrt auf dem Nil. Als das Schiff untergeht, setzen sie sich empört auf ein Krokodil und der eine sagt, kein Geld für Essen, aber Rettungsboote von Lacoste. Direkt was für den Schredder. Müssen wir das argumentieren? Nee, das erklärt sich, glaube ich, selbst. So. Die Scheidung ist die Korrektur eines tragischen Irrtums. Loriot, Humorist. Ich behaupte, es ist aus dem Zusammenhang gerissen, weil so schlecht kann Loriot nicht sein, dass er diesen Satz für sich einfach so hingestellt hat und Loriot wird nicht geschreddert. Aber das ist auch komische Politik. Du gehst ja nach Namen und nicht nach Pointe. Ich gehe nach jemandem, von dem ich weiß, dass der richtig gut war und der, ich kenne von dem keine schlechten Sachen. Also sage ich, wir schreddern den, der das Zitat so aus dem Zusammenhang gerissen hat und ausgesucht. Okay. So. Humor sollte immer dabei sein, auch bei Problemen. Das klingt jetzt mal so, ja eh, aber ist, wenn Helge Schneider das sagt, dann ist das großartig. Ist komisch, gell? Dass man es nur lustig findet, weil es Helge Schneider gesagt hat. Sollte man sagen, könnte so ein Glückskeks-Spruch sein. Ja, ja. Aber das ist die Größe von ihm. Schon. Ja. Ja. Ist das eigentlich wahr? Ich habe mir von Leuten sagen lassen, es gibt nur drei Dinge, die bei einem Witz erzählen wichtig sind. Timing, Timing, Timing. Es sind ein paar Sachen mehr wichtig bei einem Witz als Timing, ja. Wir können das als Spruch geben von dir und schreddern. Ja, okay. Letztes. Just because you're offended doesn't mean you're right. Also nur weil du dich angegriffen fühlst, heißt das lange nicht, dass du recht hast. Grundmenschliche sehr klug. Wahrheit. Sehr klug, wer sagt das? Das sagt Ricky Gervais, der natürlich auch jemand ist, der gegen dieses ganze woke Humorgrenzen, das stinkt ihm ziemlich und da meint er, er muss irgendwie einen Einsatz wagen. Das ist jetzt irgendwie schon fast was, was auch Hannah Arendt sagen könnte. Nur weil du dich angegriffen fühlst, bist du noch lange nicht im Recht. Aber er ist ein weiser Mann. Ricky Gervais, ein weiser Mann. Wie kann man schöner schließen? Josef, vielen Dank. Gerne. Und die Frage ist natürlich, wo seht ihr die Grenzen des Humors und wenn ja, wie würdet ihr sie ziehen? Gerne in die Kommentarspalte und das ganze Gespräch mit Josef Harder über wichtige Fragen wie Populismus, Humor und Österreich, das seht ihr in der Sternstunde, nämlich hier, in diesem Link.